Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich erkläre dir nun die Eigenschaften und die Konstruktion eines allgemeinen Vierecks. Das Skript und die zugehörigen Unterlagen findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Ein allgemeines Viereck ist ein Viereck mit keinen besonderen Eigenschaften. Wir unterteilen zwei Fälle, konvexes Viereck und konkaves Viereck. Man erkennt, beim konvexen Viereck liegen beide Diagonalen innerhalb des Vierecks. Beim konkaven Viereck ist eine Diagonale außerhalb des Vierecks. Kommen wir noch kurz zur Beschriftung. Eckpunkte werden mit Großbuchstaben beschriftet, zum Beispiel wie hier A, B, C, D. Die Seiten und Diagonalen mit Kleinbuchstaben, Seite A, Seite B oder auch hier die beiden Diagonalen E und F. Die Winkel werden wie gewohnt mit griechischen Buchstaben beschriftet. Alpha, Beta, Gamma und Delta. Betrachten wir noch einmal dieses konvexe Viereck. Beide Diagonalen liegen innerhalb des Vierecks. Das hat zur Folge, dass die Innenwinkel allesamt kleiner als 180 Grad sind. Beim konkaven Viereck verläuft eine Diagonale außerhalb des Vierecks. Dies hat zur Folge, dass ein Innenwinkel größer als 180 Grad ist. Hier ist dies der Innenwinkel Gamma, der ein erhabener Winkel, also ein Winkel größer als 180 Grad ist. Die Winkelsumme in einem Viereck beträgt stets 360 Grad. Warum ist dies so? Man kann jedes Viereck in zwei Dreiecke unterteilen. Hier haben wir Alpha 1, Gamma 1 und Delta 1. Und das Dreieck 2 mit Alpha 2, Beta 2 und Gamma 2. Wir wissen, jedes Dreieck hat eine Winkelsumme von 180 Grad. Zwei Dreiecke haben somit eine Winkelsumme von 360 Grad. Betrachten wir alle Winkel gemeinsam. Und das sind dann genau die vier Winkel Alpha, Beta, Gamma und Delta. Kommen wir nun zur Konstruktion. Für die Konstruktion eines allgemeinen Vierecks benötigt man 5 Bestimmungsstücke, wobei mindestens eine Seite gegeben sein muss. Bei der Viereckskonstruktion muss man Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, man macht zuerst eine Skizze und überlegt dann den Konstruktionsplan. Und in den meisten Fällen unterteilt man das Viereck in zwei Dreiecke und wendet die Dreieckskonstruktionssätze SSS, SWS, WSW oder auch SSW an. Der finale Schritt funktioniert individuell je nach gegebenen Größen. In weiterer Folge betrachten wir nun zwei mögliche Konstruktionen. Von diesem Viereck sind Seite A, B, C, Diagonale E und Winkel Alpha gegeben. Wir unterteilen das Viereck nun in zwei Dreiecke. Mit welchem Dreieck können wir mit der Konstruktion beginnen? Betrachten wir das Dreieck A, B und C. Wir erkennen, dass alle drei Seiten A, B, E vom Dreieck gegeben sind und verwenden nun den SSS-Satz. Wie es dann weitergeht, das schauen wir, wenn wir diesen ersten Schritt nun absolviert haben. Wir starten mit der Seite A 6,2 cm. Dann nehmen wir in den Zirkel jeweils einmal die Diagonale E, 8,1 cm. Diagonale E schlagen wir vom Eckpunkt A aus ab, einen Kreisbogen und die Seite B mit 4,9 cm. Zirkel verkleinern und dann die 4,9 cm vom Eckpunkt B aus abschlagen. Bei Vierecken ist es besonders wichtig, direkt die gegebenen Größen zu beschriften. A, B und C, Seite A. Wir verbinden Diagonale E und Seite B. Wie können wir nun diese Konstruktion vollenden? Winkel Alpha ist gegeben und Seite C. Wir zeichnen den Winkel Alpha ein, ziehen einen langen Strahl durch und schlagen in weiterer Folge die Seite C ab.
Alpha mit 72 Grad markieren, Strahl durchziehen, Seite C mit 5,1 cm in den Zirkel nehmen, Eckpunkt C einstechen und abschlagen. Es gibt jetzt wie beim SSW-Satz bei den Dreiecken zwei mögliche Lösungen. Das heißt, die Konstruktion ist nicht eindeutig. Es gibt zwei Fälle. Wir halten hier Eckpunkt D1, Eckpunkt D2. Viereck Nummer 1 wäre dieses hier. Viereck Nummer 2 würde zum oberen Eckpunkt führen. Seiten beschriften C, dann haben wir hier Seite D1 und die gesamte Seite D2. Winkel Alpha, Beta, Gamma, Delta 1 und Delta 2. Dreieckskonstruktion 2, Seite D, die beiden Diagonalen und die Winkel Alpha und Delta sind gegeben. Mit welchem Dreieck starten wir nun jetzt? Wir nehmen das Dreieck A, B und D. Davon haben wir nämlich eine Seite, noch eine Seite und einen anliegenden Winkel gegeben. SSW-Satz. Warum ist dieser eindeutig? Weil die Diagonale F dem Winkel Alpha gegenüber liegt und F ist größer als D. Somit ist der SSW-Satz eindeutig. Wir beginnen mit der Konstruktion Seite, die am Winkel anliegt, einzeichnen. Das ist die Seite D mit 5,4 cm. Dann den Winkel Alpha mit 76 Grad einzeichnen. Markieren, einen Strahl durchziehen. Und die Diagonale F in den Zirkel nehmen, 8,6 cm. Im Eckpunkt D oben einstechen und abschlagen. Diagonale F verbinden. Und einmal die Größen beschriften, ganz, ganz wichtig. A, B, Eckpunkt D, Seite A, Diagonale F. Nun haben wir jetzt noch die Diagonale E und den Winkel Delta. Was machen wir? Wir zeichnen den Winkel Delta ein, 120 Grad. Strahl durchziehen. Und die Diagonale E in den Zirkel nehmen und abschlagen, 7,1 cm. Eckpunkt A einstechen. Abschlagen. Verbinden. Und somit wurde auch dieses Viereck konstruiert. Wir können hier noch beschriften. Zusammenfassend ist somit wichtig, dass ihr das Viereck immer in zwei Dreiecke unterteilt und euch Schritt für Schritt voranarbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Alle weiteren Informationen findest du auf meiner Homepage. Hier noch die Links zum Abo und zur Playlist.